Was machen, wenn ich kein Kapital habe und möchte Immobilieninvestments machen? Ich sag's dir ganz einfach, geh über Investoren, so wie ich es gemacht habe. Ich hatte vor 7 Jahren gar nichts. Ich hatte ein Auto, ein Telefon, ich hatte einen Computer. Ich musste mich mit meinen Kunden beim Bäcker treffen und meinem Team. Du musst den Flaschenhals lösen. Du musst gucken, dass du Marktzugang bekommst. Genau darum geht es aktuell in der Immobranche, nämlich Strategie, Kapital, Marktzugang und Geschwindigkeit. Und wenn du den Flaschenhals löst, wie du an Off-Market-Immobilien kommst, dann bist du wertig für den Markt und automatisch kannst du an Kapitalgeber gehen und schauen, dass du hier Investments und Kapital eben bekommst. Investments besorgst du, du beschaffst das Kapital und automatisch bist du wertig für den Markt. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen sich ganz, ganz viele Gedanken über alles machen. Wir sind aktuell hier in Mallorca im Cap Rocat, neben Cap Falco, Entschuldigung, aber das macht auch gar nichts. Und zwar haben wir gerade ein Partner-Event, wo wir uns über nationale Investments unterhalten. Das heißt, wir wollen unser Unternehmen national transportieren. Wir wollen das Schaufenster erweitern und schauen, dass wir Marktzugang generieren. Und ja, ich weiß noch ganz genau, wo ich vor 7 Jahren auf dieser Reise begonnen habe. Für mich war alles völlig fremd. Ich wusste, wie Immobilien funktionieren. Ich wusste, was ein Grundbuch ist. Aber ich wusste nicht, wie ich es überhaupt hinbekomme. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich um den Marktzugang, um Off-Market-Immobilienakquise gekümmert. Ich habe mich mit den Zielgruppenbesitzern, nämlich Hebammen, Kaminkehrer, Leichenbestatter, Bofors, Telekom-Mitarbeiter, Entrümplern, Kaminkehrern, all diesen Menschen neben den Maklern, Finanzierungsmenschen beschäftigt, um an Immobilien zu kommen, um für Menschen, die Geld haben, eben wertig zu werden. Daher mein Tipp an dich, beschäftige dich mit dem Engpass. Der Engpass ist aktuell der Marktzugang. Und wenn du deine Zielgruppenbesitzer kennst, wenn du weißt, wie wir Off-Market-Immobilien akquirieren und welche Margen dahinter stecken, mit welchem Baukasten du welche Informationen füllen kannst, dann bist du wertig für den Markt und automatisch wird sich alles andere für dich drumherum bauen. Das heißt, automatisch werden Baudigger auf dich aufmerksam, Projektentwickler, andere Makler, weil die merken, hey, du hast auf einmal ein Projekt bekommen, was andere nicht bekommen haben. Und wir sind uns doch einig, wem verkauft ein Verkäufer aktuell ein Projekt? Jemand, der Kapital hat, sofort handlungsfähig ist, mit dem ich sofort zum Notar gehen kann, oder jemand, der erst noch die Finanzierung klären muss, der schauen muss, wie Kapital funktioniert. Da kommen jetzt mehrere Leute runter, da lassen wir die vorbeilaufen. All das zusammen ergibt das große Ganze und zum Schluss wirst du Off-Market deinen Flaschenhals lösen, du wirst wertig für den Markt werden. Automatisch wird sich dein Wissen erweitern und so baust du dir dein Business auf. Und glaub mir dran, ich habe vor 4 Jahren gar nichts gehabt oder vor 7 Jahren begonnen, vor 4 Jahren dann professionalisiert. Ich habe wirklich mit nichts angefangen, ohne Kapital. Ich hatte klar ein bisschen Geld, aber ich war nicht in der Lage zu skalieren, zu investieren. Und heute, 7 Jahre später nach meinem Beginn, auch da wird irgendwann das Kapital zu einem, ja, Engpass werden. Egal wie gut du bist, egal wie viel Marktzugang du hast, du wirst feststellen, Geld, Kapital wird nie reichen. Daher kümmere dich um Investoren. Wichtiger Hinweis, Investoren werden dich betrachten wie eine Bank. Sie wollen erst wissen, wer ist der Gegenüber? Kann ich demjenigen vertrauen? Kann ich von ihm erwarten, dass ich mein Geld wiederbekomme? Und erst dann werden sie, nachdem sie dich haben kennenlernen, entscheiden, ob sie dir Kapital geben. Ich kann da so eine Anekdote erzählen. Dennis bei mir im Team war jetzt 30 Jahre bei der Sparda Bank, Leiter Finanzierung. Der sagt, Max, wir bei der Bank, wir haben überhaupt kein Ranking angeschalten, wenn die Person nicht gepasst hat. Daher mach dir immer Gedanken, wer sitzt dir gegenüber, welche Interessen hat er? Und wenn dir ein Kapitalgeber, eine Bank gegenübersteht, lerne deinen Baukasten, überzeuge wie bei Höhle der Löwen, überlege dir deinen Pitch, weil zuerst investieren sie in dich. Und der zweite Step wird dann sein, dass sie sagen, okay, lass uns über Details sprechen.